Tyler, Erik is lining up on a 1x5 scale Rafale. So the Rafale is the second aircraft which is in wide use on the French Air Force and Navy. Ja, Joseph, die Rafale, es ist das zweite Rückgrat der französischen Luftstreitkräfte, hier im Maßstab 1 zu 5. Ja, hier sieht man auch wieder, genauso bei der Landung jetzt eben von der Mirage und auch hier die Rafale, der Seitenwind ist enorm, vor allem die Lehwalze, die wir hier haben. Und die verlangt heute das volle Können unserer Piloten hat. Lehwalze, um das mal für die Zuschauer kurz zu erklären. Der Wind kommt ja, wenn wir den Flugzeugen jetzt hier so zuschauen, von hinten. Das heißt, der kommt aus dem Tal Bad Neuenahr hoch, trifft natürlich dann unglücklicherweise auf den Wald, auf die Gebäude hier, wird sehr, sehr stark verwirbelt. Und man muss sich das vorstellen wie am Strand, so eine Welle, die sich bricht. So ähnlich kommt die Luft dann hier auf der Startbahn an, also extrem verwirbelt, eigentlich nicht berechenbar. Und unsere Piloten machen das absolut meisterhaft heute. Da muss man also wirklich den Hut ziehen. Ja, yeah, we are just discussing the wind situation for today. So we are having southerly winds, which means the wind actually is coming from the valley, from the city up here. So it's going to be accelerated uphill, and then it's going to hit the line of trees, then it's going to hit the buildings, and it's almost like when you're laying on the beach and watching the waves there, where you would like to surf. And this wind is basically roaring across the runway here, so it's absolutely non-predictable and fairly strong in gusts, and the pilots do a hell of a job to handle the wind here. Yeah, now you can see Erik with a very, very slow approach on the Rafale. Ja, jetzt nochmal die Rafale. Im Gegensatz zum Mirage ist das Original mit zwei Triebwerken ausgerüstet. Erlaubt auch sehr, sehr hohe Anstellwinkel. Und zur Unterstützung der Höhensteuer, gerade bei großen Anstellwinkeln, sind eben vorne am Rumpf noch Canards angebracht. Jetzt steht er fast in der Luft. Das ist absolut faszinierend. It's absolutely amazing how he almost stands in the air. And now pulling up for three quarters of a loop. Ja, ist also fantastisch, mit welch langsamer Geschwindigkeit die Rafale hier noch manövrierfähig bleibt. Und das liegt eben an dem Deltaflügel in Verbindung mit den Vorflügeln, den sogenannten Canards. Ja, ein sogenannter Entendelta, ne? Im Prinzip ein Entendelta, Delta, genau. Und er unterstützt also die... Ups! Oh, da haben wir ein Triebwerkfeuer. Da hoffe ich mal, dass das gut geht. Scheiße. Okay, wir haben unser Löschfahrzeug.